Der Invented-Chip-Wettbewerb ist quasi unser Akquisitionsprogramm für die Nachwuchskräfte der Elektrotechnik und Informationstechnik. Wir adressieren die Mikroelektronik und die Mikroelektronik ist extrem wichtig, oft unsichtbar, aber kein autonomes Fahren, keine Energie der Zukunft, keine KI und kein Quantencomputing ohne die Mikroelektronik. Ja, Invented-Chip zeigt jüngeren Leuten, dass Mikroelektronik mehr ist als Technik. Es geht darum, kreative Ideen in Programmierung, in technischen Systemen, in Elektrotechnik umzusetzen. Es geht aber immer auch darum, etwas zu entwickeln, was für Menschen interessant ist, was aktuelle Probleme löst, im Energiebereich, im Medizinbereich. Es geht um soziotechnische Systeme. Und wer das heute schafft, von der Technik bis zum Menschen zu denken, der hat einen guten Baustein für seine Zukunft. Ja, also ich bin erstmal sehr froh, dass ich an dem Wettbewerb teilgenommen habe und ich habe sehr viel Erfahrung mitgenommen und das macht mich sehr glücklich, ja. Es ist ein wahnsinniges Gefühl, also ich freue mich wirklich sehr, so weit gekommen zu sein. Es war auch mit durchaus viel Anstrengung verbunden und dementsprechend ist es umso besser, dass ich jetzt hier stehen darf. Ich konnte mit meinem Chip beweisen, dass ich einen Solartrecker ansteuern kann. Und es ist natürlich ein unglaublich tolles Gefühl, diesen Solartrecker hier stehen zu sehen und zu sehen, dass es funktioniert. Darauf bin ich definitiv stolz. Man kann Schülerinnen und Schüler dadurch für MINT-Fächer begeistern, indem man sie dort abholt, wo sie Technik im Alltag erleben und diese Technik in den Projekten, in den Aktivitäten weiterführt hin zu Forschungs- und auch Innovationsthemen. Ich fand es toll, dass der Wettbewerb uns so dran geführt hat an die Chip-Entwicklung. Also ich sag mal, dieses ganze Camp hat einfach schon sehr viel Einblicke gegeben und man konnte sich dann zu Hause halt recht viel selber dann auch mit dem Wissen herleiten und selber quasi erschließen. Ich möchte mich auf jeden Fall noch weiterbilden, zum Beispiel Studium in Richtung Elektrotechnik oder Informatik, vielleicht auch einen Meister nach meiner Ausbildung, aber auf jeden Fall in Richtung Elektrotechnik. Also der Solartracker konnte der Sonne folgen, der kann ein VGA-Interface unterstützen, er unterstützt Bluetooth-Kommunikation und man kann auch einen Spiegel anschließen, der dann die Sonne auf den Solartracker spiegelt. Also ich habe 2009 bei dem Wettbewerb ja teilgenommen und das hat mich unglaublich motiviert damals und mich in den Berufswunsch gestärkt, dass ich Elektrotechnik studiere und mich später auf Mikroelektronik spezialisiert habe und dann sogar ein eigenes Start-up gegründet habe. Also ich hoffe, dass hier einige dieser Teilnehmer auch so einen Weg nehmen und in diese Richtung gehen. Also unsere 10 Sieger des Invented-Chip-Wettbewerbs sind einfach klasse Leute. Sie sind engagiert, sie sind interessiert und sind genau diejenigen, die wir brauchen, um den VDE und die Elektrotechnik und Informationstechnik nach vorne zu bringen.